Willkommen zurück zu Retron 5. Genau gesagt, Game Boy Advance mit Super Nintendo Controller. Heißt es auch. Okay, Geschichten, Story-Modus, der erste Part. Jeder hat eine eigene Story, okay. Das muss ich nicht da nehmen, halt. Natürlich. Genius Call. Alles klar. Dann mal los mit Son Goku Story. Szene 1, der ultimative Kampf um das Schicksal der Welt. Okay, was geht ab? Einige Jahre nachdem Goku die Kampfsport-Weltmeisterschaft gewonnen hatte, wurde die Erde von den Saiyans angegriffen, einer feindlichen Rasse. Nach seinem Training mit Kaio widmet Goku sich der Rettung des Planeten und traf Vegeta zum Kampf. Vegeta. Hahaha! Du kannst froh sein, dass jemand wie ich mit einem wohl mit dir spielen will. Mit ein bisschen Mühe kann sogar ein Wurm dich überraschen. Ja. Das haben wir ja gelernt auch. Hahaha, du redest. Rede du nur. Diesen Kampf kannst du nicht gewinnen. Der Kampf um das Schicksal der Erde beginnt. Okay. Son Goku versus Vegeta. Und los geht's. Okay, wie geht das nochmal? Okay, aufladen. Geht's noch? Ah, stimmt, da bist du noch zwei Minuten. Boah, Mist. Voll getroffen. Okay, das ist schon nicht so einfach. Kamehameha! Kriegt er zurück! Und wie das er zurückkriegt! Wow! Der verstärkte Schuss. Der verstärkte Kieschuss heißt das. Hahaha! Oh nein, nein! Ich hätte nie gedacht, dass jemand wie ich mal aufgeben müsste. Ja, hast du sowieso bei Böse oder nicht? Obwohl er verletzt war, konnte Goku Vegeta aufhalten. Aber der Preis, den der Planet zahlen musste, war hoch. Viele Freunde starben, sogar Piccolo und die Dragon Balls der Erde verschwanden. So ist praktisch Dragon Ball Z die Story, ne? Um seine Freunde wieder zum Leben zu erwecken, machte sich Goku auf den Planet Namek, um die Dragon Balls zu suchen. Szene 2, der Kampf auf Planet Namek. Goku kam auf Namek an. Doch auf Namek führten Frieza und Vegeta einen erbitterten Kampf um die Dragon Balls. Goku und Vegeta taten sich zusammen, um Ginyu und Frieza zu bekämpfen. Vegeta, ich hätte nie gedacht, dass wir je unsere Kräfte vereinen würden. Frieza's Kraft ist zu überwältigend. Es macht mich krank, dass ich mit sie vereinen muss, aber sonst hätte ich mir keine Chance. Ihr Winzlinge, Ginyu, zeig ihnen, was passiert, wenn man sich gegen mich auflehnt. Haha, nichts leiser als das. Okay, da wollen wir doch mal. Okay, Ginyu und Frieza als Tag Team. Okay, Team Dash. Abgewehrt. Okay, jetzt kein Super Saiyan.
Kaioken! Was denn? Nicht gut. Aber gut, für mich schon. Was? Ist nicht genug? Achso, der hat die Kraft. Mehr die Kraft gestohlen oder was? Oh, Mist. Das war nicht gut. K.O. Scheiße. Oh, Mist. Man muss sie abwehren erstmal. Okay, erste Niederlage überhaupt. Bei Dragon Ball Super Sonic 1. Weiter, ja. Mach mal weiter. Come on, ich schaff's doch schon. So gut wie. Hey, Junge. Oh, wir kamen. Ja, Kaioken sind ziemlich stark, Mann. Okay. Okay, mal wechseln. Ah, gut, das Tag Team. Okay, das war aber nicht mehr auf sowieso. Oh, der hat gesessen. Ja, Vegeta hat doch Whishaw besiegt. Man sieht's ja. Am Ende schlugen Goku und Vegeta Genio und trieben Whishaw in die Enge. Aber noch hatte Whishaw nicht alles aus sich herausgeholt. Ihr versteht da wohl was falsch. Ihr denkt doch nicht wirklich, dass ich schon richtig kämpfe, oder? Was? Okay, jetzt kommen die Muskeln. Jetzt zeigt Freezer seine wahre Kraft und durchbohrt Vegetas Herz mit einem Schlag. Szene 3, ein legendärer Super Saiyan. Ja, mal schauen, wann er kommt, ne? Vegeta! Dem Tod nahe verlieh Vegeta Goku den Stolz eines Saiyans und schlugte den eigenen hinunter. Kakarot, bitte Whishaw. Ich will, dass Whishaw von einem Saiyan besiegt wird. Warum schreibt den einfach nicht Saiyajin? Anstatt Saiyan. Die englische Übersetzung nah dran, aber wir haben es immerhin auf Deutsch, das ist schon nicht schlecht. Okay, wie geht da? Scheiße. Oh. Ja, sein bester Freund ist tot, nämlich Vegeta. So ein Schwachsinn. Aber das ist halt so. Vegeta starb und Goku erwachte als Saiyan. Ja, verstehe ich nicht, warum die nicht die Original genommen haben, weil. Allerdings, wie heißt er? Königin gibt's ja doch in dem Spiel. Naja. Gibt's halt sowas an Zeichen. Son Goku. Du machst mich wütend, Whishaw. Komisch. Okay, der merkt's. Zweimal Whishaw? Ist aber gegen die Regeln. Physikalischen Regeln. Okay. Dann nehmen wir halt durch. Mal schauen, was es bringt. Aua. Mal schauen, was er drauf hat.
Ja, okay, Digga. Uns. Zwar falsch. Okay, sowas war schon ein Kamehameha. Jo! Der ist gesessen. Okay, Pala, was ist das Zeug jetzt? Er hat auch heute keine Chance. Nein! Goku wurde zum Super Saiyan und konnte Füße mit seiner überwältigenden Macht endlich in die Enge treiben. Eher würde ich mich selber töten, als durch deine Hand zu sterben. Aber ich werde nicht sterben. Nein, du wirst sterben. Du wirst sterben, nämlich. Ich werde diesen Planeten zerstören. Erst hat er probiert. Füße hatte keinen Ausweg mehr. Er zerstörte den Kern von Namek mit einem Schlag. Und der Planet begann auseinanderzufallen. Vegeta und das Volk von Namek flohen zur Erde, da der Planet zu zerbrechen begann. Aber Goku blieb, er hatte noch eine Rechnung zu begleichen. Goku blieb allein auf dem zerfallenen Planeten zurück, um es mit Freezer aufzunehmen. Szene 4, der Junge aus der Zukunft. Ja, jetzt kommt schon die Cyborg-Saga. Ein Jahr später. Füße hatte den Kampf auf Namek überlebt und flog zur Erde. Goku folgte ihm. Die Erde, kein schlechter Planet. Doch ein geheimnisvoller Junge stand Füße im Weg. Ich bin gekommen, um dich zu töten. Als Goku ankam, war der Kampf bereits vorüber. Der Junge hatte sich in einen Super Saiyan verwandelt und Füße besiegt. Wer bist du? Herr Goku, würden Sie vielleicht gegen mich antreten? Aber natürlich. Entschuldigt mich. Ja, sehr höflich. Aber Kampf nicht so höflich dann, ne? Das dürfte mal wohl klar sein. Okay. Ah, diesmal Super Saiyan bleib ich. Okay, Super Saiyan gegen Super Saiyan. Oder auf geht's. Jo, der hat gesessen. Okay, keine Chance. Damit Super Saiyan bin ich echt besser, ne? Wie ich es mir schon dachte, die Gerüchte über sie sind wahr, sogar mehr als wahr. Ich werde jetzt alles erklären. Der geheimnisvolle Junge erzählte von den Cyborgs, die der Erde in 3 Jahren eine dunkle Zukunft bereiten sollten. Er prophezeite auch Gokus Tod durch einen Virus. Er gab Goku eine Medizin gegen den Virus und kehrte zurück in die Zukunft. Wenn man die Zukunft doch nur ändern könnte. Ja, man kann sie auch. Szene 5, die Invasion der Cyborgs. Okay, die Geschichte schon recht detailliert für ein Game Boy Advance spielen. 3 Jahre später. Wie Trunks es prophezeite, erschien die Cyborgs. Gero, Dr. Gero ist es. Hahaha, ha, ha, komm schnell, Goku. Nummer 18. Die haben die eigentlich schon getötet, aber naja.
um Goku heranzulocken, wollen sie die Stadt zerstören, aber Goku und Piccolo hielten die Cyborgs auf. Ihr, wir werden euch pulverisieren. Ich habe dich erwartet, Goku. Ich habe alle Daten über dich hier und heute wirst du den Tod finden. Okay. Son Goku und Piccolo gegen Dr. Gero und C18. Und los geht's. Okay, komm her. Mach die Arme. Oh. Genau auf die Fresse. Ah, die hat sie doch gehabt. Okay, das war's erstmal. Kamehameha. Voll daneben aber. Oh! Oh! Laserstrahl ist das. Der geht aber so weit. Ich dachte, der geht nur ganz nach vorne. Warte mal. Okay, Piccolo, zeig mal, was du kannst. Ah, da kannst du auch was sagen. Die Sau. Okay, mal da aus, Hanpo. Hier, zeig, was du kannst. Das war's, oder? Jo! Diese Special muss ihn auch eine Menge ab. Was die erste, ne? Würde ich sagen. Goku und Piccolo besiegten die Cyborgs, aber plötzlich geschah etwas mit Goku. Schmerz! Was passiert mit meinem Körper? Goku, was ist los, Goku? Es ist der Herzvirus. Wie kann das passieren? Wie kann das sein? Zwangsmedizin rettete Goku das Leben. Doch als Goku krank im Bett lag, erschien nur ein furchtbarer Gegner. Dr. Geros neue Kreatur erwachte. Nach dem Sieg über Vegeta und Piccolo erklärte Cell die Cell Games für eröffnet. Ja, die haben das übersprungen, dass der die absorbieren muss. Naja, ist halt ein bisschen schnell passend. Szene 6, die Eröffnung der Cell Games. Dann mal los! Cell, ich habe eine Kampfsport-Weltmeisterschaft kreiert, die Cell Games. Wenn alle Teilnehmer gegen mich verlieren, dann werde ich alle Menschen auf der Welt umbringen. Die Eröffnung der Cell Games wurde über Fernsehen bekannt gegeben und versetzte die ganze Welt in Angst und Schrecken. Es tut mir leid, dass du dich gesorgt hast, Gohan. Aber jetzt ist alles okay. Als Goku wieder gesund war, ging er mit Gohan in den Raum von Geist und Zeit, um für die Cell Games zu trainieren. Goku hoffte, noch stärker als ein Super Saiyan zu werden. Und dann... Ja, was ist dann? Endlich war es Zeit für die Cell Games. Oder auch mal Zeit, ne? In Ordnung, los Gohan! Okay. Willkommen bei den Cell Games. Beginnen wir? Aha. Son Gohan gegen und Son Goku gegen Cell. Und als Teampartner ist es auch Cell. Wie kann das passieren? Na gut, dann ist halt so. Schau, was du kannst. Okay, Cell ist ein alter Gegner.
Oh, wollen. Das. Aua. Am Boden. Oh, das war seine Chance. Komm. Okay, der ist ziemlich zäh. Wie man es erwartet. Okay, Sokora, du bist dran. Aua! Der ist wieder ab. Oh! Der Scheiß. Okay, wieder mal der andere Teil. Oh, K.O. Ja, reingelegt. Oh, gut. Da ist es schlecht. Barriere. Er ist gezwungen, die Barriere zu öffnen. Obwohl die Fresse rein. Oh, es sieht nicht so viel ab. Okay, der ist richtig gut, der Kombo. 7er Kombo. Okay, hinter dir. 10. Come on, jetzt geht's ums Gefachte. Ein harter Abtausch. Oh oh. Ja! Weg mit dir! Ha! Das war gut! Wow! Hätte ich doch fast verloren, aber Son Goku hat es noch gerade so geschafft. Nicht Son Gohan. Zum Ende erschien es, als wäre Cell eigentlich besiegt worden. Aber Cell regenerierte sich und stand wieder auf. Ich werde dich nicht verschonen. Die gesamte Erde wird ausgelöscht! Na, wie gefällt euch das? Mit meiner Kraft werde ich die Sonne gleich mit wegpusten. Nicht das Sonnensystem, wie großzügig gesagt, hä? Wir müssen ihn aufhalten, Gohan. Schnapp ihn wir in uns. Okay. Kame. Sterbt Saiyans. Darauf hat es in Gedanken aber, ne? Gleichzeitig Son Gohan und Son Goku. Ha! Nein! Wie ist das möglich? Ich sterbe. Goku und Son Gohan. Kamehameha. Goku und Gohans Kamehameha-Welle hatte Cell vollständig vernichtet. Die Cell-Games waren vorüber und Frieden kehrte wieder ein. Okay, Szene 7. Die Schicksalstreffen Goku vs. Vegeta. Ja, es ist die Bullsauger jetzt ab, ne? Obwohl der Kampf vorbei war, trainierte Goku weiter. Aber der Frieden währte nicht lang. Der bösartige Magier Babidi wollte Majin Buu wiederbeleben.
Hehehe, bald ist es soweit. Majin Buu wird auferstehen. Babidi sprach Vegeta dunkle Instinkte an, um ihn gegen Goku aufzubringen. Mit der im Kampf freigesetzten Energie wollte er Majin Buu wiederbeleben. Unter Babidis Kontrolle tötete Vegeta viele Unschuldige. Ah, ist aber nicht nett. Überhaupt nicht nett. Okay, Kakarot. Kämpf gegen mich oder du wirst... Oder willst du dich lieber gleich zu den anderen Toten gesellen? Vegeta, ich hätte nicht gedacht, dass du deine Seele an Babidi verkaufen würdest, um gegen mich zu anzutreten. Ich komme! Ich bring dich um, Kakarot. Okay, da geht's wieder los. Son Goku gegen Vegeta. Rematch. Aber diesmal hat Vegeta die besseren Karten als was. Vorerst aber. Versteh sich. Daneben. Das gesehen? Nochmal! Oh, der hat sich erholt. Oh. Ja, kriegt auch was ab. Ja, ab geht's. Ja. Oh, nicht kurz. Oh, weg her! Das sieht nicht gut aus. Daneben. Nein! Haha! Ich hatte dagegen! Aber, nee! Das geht nicht. Das geht nicht dagegen halten. Scheiße. Okay, Vegeta hat den besseren Karten. Ich hab's auch gewusst. Ich habe niemanden hier angelogen. Okay. Da auch noch einmal. So gut, das nochmal probieren. Oh, das ist fies. Genau in die Fresse. Boah. Weg her. Boah. Okay, der ausweicht, aber hier hast du es. Oh! Oh. Ja, ist eine harte Nuss. Vegeta! Was ist los? Was? Ich habe nicht getroffen. Aber jetzt treffe ich. Ah, der arbeitet. Scheiße. Der hat sehr gute Taktik. Achso, ich bin auf. Aua. Okay, dann muss ich andere Strategie holen. Das ist nicht so einfach hier. Ich habe abgewehrt. Ah, das ist noch Schwachsinn. Noch ein Rennen.
Aua. Das war gut. Aber jetzt hat er richtig. Okay, der ist ungedeckt und ich habe kleinen Feuer auf die Rippen. Nix da. Ach komm. Weg her. Okay, diesmal hast du keine Chance gehabt. Kell war trotz alles sehr harte Nuss, auch bei diesem Kampf. Während des Kampfes mit Goku löst sich der Fluch, der auf Vegeta lag. Aber was? Die bereits gewonnene Energie reicht aus, um Buu wieder zu beleben. Buu. Hat's ja auch, Buu, ne? Jetzt ist es geschehen. Unsere Energie hat Majin Buu wiederbelebt. Es war meine Schuld. Ich werde es mit ihm aufnehmen. Aber wir beide sprechen uns noch. Ah, los. Die Begegnung mit Majin Buu. Die achte Szene. Schon. Goku und Vegeta brachten schnell auf, um Buu von weiteren Angriffen aufzuhalten. Aber nach seiner Niederlage verwandelte sich Buu in einen noch schrecklichen Buu. Okay, kämpfe ich gar nicht gegen den Ding Buu? Er ist ja so ein Goku, stimmt's? Okay. Ha! Der Story von Son Goku, ja. Cool. Was ist mit Buu los? Er verwandelt sich? Er ist noch viel böser geworden. Wir müssen ihn um jeden Preis aufhalten. Oh nein, wir müssen alles geben. Kakarot! Okay. Okay. Son Goku und Vegeta zum ersten Mal. Und. Nee, zum zweiten Mal gegen Füße auch noch. Und gegen Buu. Und sein Teampartner nochmal Buu. Ja, das sind praktisch zwei Lebensbalken einfach, ne? Aua. Okay, das war ein Kombo. Nein? Okay, jetzt zeige ich mal, was du kannst, Vegeta. Du hast doch so gut gekämpft. Oh, das war's. Komm mal. Oh, daneben. Oh, voll getroffen, aber. Da, voll in die Fresse. Durchgezogen. Oh. Wollte wieder Flash wieder machen, aber. Oh, ist gut. Ha. Also, der hat jetzt richtig viel ab. Das ist gut. Nixa! Aber jetzt hat's.
Komm mal ran. Ah, es geht nicht gut. Ah, den kürzeren gezogen. Son Goku hat einen kürzeren gezogen. Scheiße. Na gut. Man kann ja nicht immer gehen. Okay, das war ein ziemlich harter Kampf. So. Oh, Sony, komm her zurück. Komm her! Geh, okay, okay. Mach sie her, Digga. Ach, sie verhören mich? Sonst geht's ja gut, Bro, oder was? Der Ausweich da unten. Ich lasse ihn nicht zu Atem kommen. Alles gut. Also los. Was? Ja, tatsächlich, die verfolgen mich. Okay, der hat ein anderes Special da. Was? Wie kann er da noch abwehren? Bitte schön. Ah, verloren! Scheiße! Ja klar! Die kleinen Bewegungen machen schon unbeweglich oder was? Was? Von so nah? Ich war ihn doch angegriffen. Ah, ja, ja. Okay. Okay, gleich kam er mir. Erstmal zeigen, wer der Chef ist. Nein, nicht gut. Ah, oh, doch. Ah, oh, können wir ausweichen. Ah,
Oh, na gut. Ach komm. Na, wie habe ich das denn vorhin gemacht? Also wenn er am Boden ist oder was? Ach komm! Ich habe doch nichts gemacht. Das ist scheiße so. Ja, das ist ein blödes Special gemacht. Oh, komm. Ach, fuck mich ab. Okay, der ist richtig stark gezogen. Okay, da ausweichen einfach bloß. Ich kann das nicht machen. Ah. Mich auch. Okay, dann mal los. Der kämpft schon richtig gut. Bitte schön, wie schnell kann er das machen? Okay, gleichzeitig. Okay, haben sich neutralisiert, jetzt gegenseitig. Das kannst du uns auch drei, also in dem Spiel, ne? Gerade bei so einem Spiel ist es gerade nicht leicht. Klar. Ach, wie schnell kann das machen? Ah, so spät. Ah, draußen noch getroffen, okay. Ah! Okay, mal schauen, ob das bringt. Nein, nicht so nah dran. Okay, weg her. Ah. Das war's erstmal. Ah! Wie kann er das machen überhaupt so nah dran? Oder so weit weg in dem Fall. So, hab Praktik oder nicht?
Okay, hat schon was abgezogen. Ja, das ist eine gute Gelegenheit, um sich aufzuwärmen. Was, so schnell? Come on! Was, der hat dann gerade ausgeschossen? Wie kann er das überhaupt lenken? Kann man das lenken denn? Wurde aber nicht erklärt in den Tutorial, dass man die Schüsse auch noch lenken kann, wo man will. Okay, wir lenken. Schauen wir mal nach. Bitte? Komm mal, ich halte dich da rein. Mikael, warum nach vorne? Ich habe nach links gekommen. Schau, wie ich das abziehe, das ist ein bisschen unfair auf dieses Spiel. Erstens setze ich viel mehr ab. Ja, bist du mal schießt, Alter? Eieiei. Okay, weg hier. Was? Der kann auch abhören und dann gleich kontern und so. Das ist echt so beschiss. Spiel bescheißt. Ja. Was macht er? Okay, wie hat er das jetzt gemacht? Kriege alles ab noch alles. Der ist so im Arsch, der Vegeta. Ist nur noch ein Schlag, was geht ab? Oh, das ist doch richtig fies, dieser Move. Ach, hau. Kriegt er extra Leben oder was? Wie viel muss ich noch kriegen? Ja, der aufplattet sich nicht noch. Das ist ja richtig fies. Okay, jetzt erstmal erledigt. Da schießt natürlich daneben! Das ist richtig scheiße! Natürlich schießt du daneben. Du bewegst dich nicht mal. Okay, das Spiel ist scheiße, man sieht es jetzt halt, ne? Das ist nicht schwer, das ist einfach nur ein beschissenes Spiel. Okay, kriegst du erstmal riesigen Schaden ab. Kann nichts dagegen machen? Ach komm. Machst du mal einen blöden Special? Ja, danke. Oh, ja, ja. Ist eine harte Nuss.
Achso, da kann sich danach aufladen oder was? Findet sich da aus oder was? Aber bewegt sich auch gar nicht. Ich kann mich auch gar nicht bewegen, das ist Schwachsinn. Okay, da haben wir jetzt als Bikobang Attack oder auch nicht. Kaum Schaden und da kann sich nicht regenerieren, das ist richtig mies. Okay, K.O. Und kann schon in den Spielen auch noch, ne? Okay, hier. War gegen anderen zieht es auch Schaden ab. Okay, ja. Noch einmal. Jetzt geht's. Jawohl. Da kann man mich noch nicht so treffen, oder? Okay, das ist ein Hadernuss. Ne, unfaire Hadernuss, würde ich sagen. Ja. Ich hab's auch gewährt. Okay, tun wir nochmal einen Orb werden. Okay, ziehen wir ganz ab, interessant. Okay, so Goku hält er ganz schön gut zu so durch. Okay. Zeig, was du kannst. Jo, das sieht doch mehr ab. Okay, wenn er so macht. Okay, mal schauen. Knall auf! Jawohl. Okay, langsam habe ich den Dreh raus. Bitteschön? Bitteschön! Das ist also irgendwie komisch gewesen. Für wen ich habe einen Dreh, das ist einfach nur Schwachsinn. Okay.
Okay, da geschlagen. Und er kann aufweisen. Auf diesen. Okay, einer ist down. Okay, ich kann es noch schaffen. Ja! Jo, den kommen wir! Banshee-Jumping! Geschafft! Das war schwer, aber. Boah! Okay. Wie man bei Catboy erwartet. Aber der Subabu eigentlich bloß. Wir müssen ihn restlos vernichten, damit er nie wieder zurückkommt. Kakarot, ich lenke ihn ab. Kümmere du dich um die Genki-Dama. Okay, aber du musst mir jetzt was Zeit verschaffen. Während Vegeta Buu ablenkte, bereitete Goku die Genki-Dama vor. Alle Lebewesen auf der Erde, im Meer und im Universum. Schenkt mir eure Stärke. Starke. Okay, ich bin fertig. Tritt zurück. Zurück. Vegeta. Buu wurde von der Genki-Dama mit der Starke vieler Lebewesen des Universums so hart getroffen, dass er starb. Ja, pulverisiert heißt es eigentlich, ne? Buu, du warst unglaublich und du hast dich gut geschlagen. Ja, und wie, Alter, boah. Der kämpft auch ziemlich gut. Lebe das nächste Mal ein gutes Leben. Ich werde dich erwarten. Buus böse Hälfte wurde für immer zerstört und der Planet ein weiteres Mal gerettet. Buus Opfer wurde wiederbelebt und dank der Dragon Balls herrschte jetzt Frieden. Gibt es jetzt noch Hope? Zieht aber nach Epilog aus. Goku trainiert immer noch weiter, obwohl er der Stärkste im Universum ist. Seine Augen sind klar wie ein Kristall. Unaufhaltsam und entschlossen ist er immer zur Stelle, wenn es darum geht, die Sicherheit und den Frieden des Planeten zu schützen. Oder schützen, den Fall. Okay, das war's. Originalart Akira Toriyama. Jetzt sind die originalen Sprecher natürlich von Dragon Ball Z. Die japanischen Sprecher natürlich. Bandresto macht schon gute Spiele. Aber in letzter Zeit höre ich da nicht so viele Spiele, wo neu, jetzt herausgekommen sind oder was, ne? Das höre ich immer selten. Ich glaube, die machen es eher für die Japaner. Für die Japanischen. Aber haben gehört, die Deutschen spielen sehr gerne Dragon Ball, also kommt es auch auf Deutsch raus. Sogar auf Deutsch, wo man auf Deutsch lesen kann. Das hat Banpresto, glaube ich, noch nie gemacht, oder? Bandai schon, aber Banpresto? Okay. Das Spiel ist echt interessant. Bandpresse von 2004. Ja, aber 2005 gibt es ja den zweiten Teil. Den habe ich noch nicht, Leute, weil der ist sau teuer. Sau teuer, Leute. Ja, das ist sehr interessant. Kidbo war natürlich am sehr nervigsten und stärksten, ne? Der hat aber auch geschummelt, ich habe es ja gemerkt. Aber der tut viel mit Abwehr dann angreifen. Jetzt habe ich dann verstanden, dass man so auch gut besser angreifen kann noch. Na gut. Punkte 300. So Leute, Daumen hoch. Wenn es euch gefallen hat, dann sehen wir uns dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye bye.